Servus. Also letzte Vorbereitungen laufen. Ich habe jetzt noch Aufkleber ohne gemacht, damit man mich auch erkennt. Habe noch mal ein bisschen nachgedichtet. Und eigentlich geht es dann los. Wenn jemand sich wundert, wo eigentlich der Rollerblim ist, der ist jetzt da drin. Also, wie wir den da reingekriegt haben, will ich gleich gar nicht erzählen. Wir hätten fast die Tür ausbauen müssen, aber eigentlich hat es nur gereicht mit dem Fangband, dass die Tür fast um 90 Grad aufgeht, dann geht der da relativ easy rein. Naja gut, jetzt geht es nochmal unter Dusche, rasieren, hübsch machen und dann geht es eigentlich los. Zurückspielt. Bin unterwegs. Nein, nicht wirklich. Also bin zwar unterwegs, aber ich bin ein bisschen mit gemischten Gefühlen unterwegs. Bin nicht losgekommen. Hab mir ein bisschen. Nein, wollte einfach nicht. Hab dann ja. Im Endeffekt bin ich dann doch irgendwann los. Wie gesagt, es sind gemischte Gefühle. Ich bin jetzt 110 Kilometer ungefähr gefahren. Aber es ist so wahnsinnig laut im Auto. Das heißt, ich werde aus dem Auto nicht früh blocken. Wegen am Auto, ob das Auto das mitmacht. Ich habe noch kein Vertrauen. Obwohl ich bei uns schon mehr als fast 2000 Kilometer gefahren bin und schon über 15 Nächte irgendwo. Trotzdem auf Langstrecke muss ich das erst einmal beweisen jetzt. Ja, sozusagen. Eigentlich schauen wir mal, wo mich der heilige Tag hier bringt. Eigentlich hätte ich vor, an die französische Grenze zu fahren. Ja, schauen wir mal, wie ich komme. So, was haben wir noch da? Ein Brot und eine Zeit. Brotzeit. Pizza, Schokolade. Na? That's the way I like it. Gut, die erste Etappe ist geschafft. War ein bisschen anstrengend. Ich glaube, ich war 3 Stunden im Stau von 5 Stunden. Hab deshalb auch nur 300 Kilometer geschafft heute. Bin jetzt in der Nähe von Karlsruhe auf unserem Zubringer-Parkplatz. Ist zwar jetzt nicht die beste Lösung, aber ja, ich war gerade beim Aldi, auf dem Aldi-Parkplatz wäre es, nee, muss nicht sein. Also hier, das habe ich gesehen, wie ich hergekommen bin. Ich glaube, hier störe ich keinen und bin relativ, naja, wir werden sehen. Vloggen mit der GoPro ist ein bisschen blöd. Ich habe ein voll fettes Gesicht, finde ich. Gut, aber der Formfaktor ist halt ideal. Steckst in Hosentaschen, nimmst nicht, super, ist wasserdicht.
besser geht's nicht. Ja, ja, ich bin jetzt kurz vor Bressancourt. Ich kann nicht Französisch, deshalb spricht das wahrscheinlich ja total verkehrt aus. Und habe jetzt einen Schlafplatz, einen Parkplatz, da steht Bienvenue de Intensis oder sowas. Heißt, wahrscheinlich Campen verboten. Ist mir aber jetzt eigentlich relativ egal. Ich gehe jetzt spazieren. Hab da den schönen Weg da. Ich bin nicht weit gegangen, es sind 300-400 Meter hin und zurück. Aber zumindest fürs Verdrehen. Ich gehe jetzt zurück, komme was zum Essen und lass den Tag wirklich ausgehen. Es ist Baden verboten. Ich bleib hier.